Ja, und damit ein ganz großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde, zu einem neuen Projekt, was ich euch vorstellen will. Vorerst immer sonntags 15 Uhr Palworld, was ihr ja abgestimmt habt oder wo ihr abstimmen konntet. Ja, vielen Dank dafür. Die Mehrheit hat sich dafür entschieden, 73%, dass ihr das sehen wollt, dass ich ja dazu Videos mache. Ich gucke mal, vielleicht gibt es auch Tutorials dazu. Muss ich mal gucken. Ja, Palworld erinnert mich an Pokémon aus meiner Kindheit. Das fing ja damals in den 90ern an mit der Serie. Dann halt auf Gameboy und so weiter dann. Ja, und deswegen dachte ich mir, spiele ich mal das Ganze. Also es ähnelt Pokémon sehr stark, sagen wir es mal so. Ich habe auch gelesen, da gibt es irgendwelche Rechtsstreits oder ähnliches. Ich hoffe mal nicht, dass es zu Problemen führen wird. Ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ja, und wir müssen eine Welt kreieren. Chrissy's Island habe ich das Ganze genannt. Mehrspielermodus machen wir erstmal aus. Normale Schwierigkeit. Dies ist ein Schwierigkeitsgrad für diejenigen, die schon einmal ein Survival-Spiel gespielt haben. Ein harter Kampf ums Überleben auf der Insel Palagagos. Palapagos. So. Die Spieleinstellungen sind ausbalanciert. Die Ausrüstung und Materialien werden am Todesort fallen gelassen. Genau. Ich denke mal, das ist so in Ordnung. So, jetzt können wir unseren Charakter erstellen. Chrissy Gaming ist klar. Mache ich mal in Ruhe und dann seht ihr das Endprodukt gleich nochmal wieder. Ja, ich denke mal, so sieht er doch ganz fresh aus. Ich habe gelbe Augen. Wo haben wir es denn? Gesicht. Sieht eigentlich ganz nice aus. Ein bisschen Bart. Hier eine Narbe. Also es sieht schon sehr Survival-mäßig aus. Aktuell können wir den Charakter nicht mehr bearbeiten. Aber es soll eine ein Update kommen, wo wir das Ganze dann nochmal bearbeiten können. Und dann würde ich sagen, Spiel beginnen. Oh. Und hier haben wir ein kleines Tutorial. Ich stelle noch mal ein bisschen was ein, kurz. So, wir sollen herabgefallene Äste einsammeln oder schlage gegen Bäume, um an Holz zu kommen. Öffne Escape, das Optionsmenü und schaue dir den Survival Guide ein. Öffne mit B das Baumenü und wähle primitive Werkband und suche einen passenden Platz zum Bauen. Ich überlege, wo gehen wir denn am besten hin? Gehen wir mal hier raus. Oh, da ist schon ein Tier. Oha, das sieht schon echt gut aus. Da unten steht auch schon ein Topf. Geht der da hin? Ah, da ist einer. Okay, gehen wir erstmal zu dem hin. Mal sehen, ob wir den anquatschen können. Ein Schiffbrüchiger, jemand, der nicht nach Pols riecht, ist mir länger nicht mehr untergekommen. Diese Insel ist die reinste Hölle. Von denen, die mit mir herkamen, ist keiner mehr am Leben. Einer nach dem anderen wurden sie von wilden Pols abgemurkst. Pass bloß auf dich auf. Ein paar Ressourcen kann ich dir zwar abgeben, aber um hier überleben zu können, musst du dich selbst ranhalten. Okay, die Übersetzung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Oh, hier ist Holz. Zack, haben wir das erledigt. Ich gucke erstmal nach einem Spot. Achso, das, oder? Das Ding hier. Schnellreise freischalten. Ah, okay. Cool, wir können eine Schnellreise vornehmen. Hier sehen wir
Die Karte. Können wir jetzt einfach irgendwo sagen. Achso, nee, da müssen wir wahrscheinlich so einen Port bauen oder ähnliches, dass wir dann schnell reisen können. Ja, hier ist ein bisschen wenig, obwohl da unten oder hier. Wir schlagen unser Lager dort drüben auf, würde ich sagen. Da sind noch ein paar Hölzer. Erstmal zumindest. Oh, da ist auch was. Stein. Okay. So ein Pauls Fähre. Du hast ungenutzte Statuspunkte. Okay, das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Wirf mit Q. Oh, jetzt habe ich so schnell gar nicht gelesen. Naja, gut. Wir machen erstmal das Tutorial. Also Escape und Survival Guide. Und jetzt sollte ich über das B-Menü die primitive Werkbank bauen. Wo stellen wir die denn am besten hin? Ich würde sagen, hier so an der Wand. Hier sieht es ganz gut aus. Zack. Nähere dich dem Bauplatz für primitive Werkbank und beginne mit F zu bauen. Zack, haben wir also fertiggestellt. Okay. Öffne im Menü den Technologie-Bildschirm und schalte Sphäre frei. Wo ist ne? Ach, hier Technologien. Ah, hier haben wir wie so ein Pokédex, wo wir die gesehenen Pauls dann sehen. Oder Pauldex. So, hier, Pauls Sphäre. Freischalten. Okay, stelle her. Dazu brauchen wir Paldium-Bruchstücke und Steine. Steine haben wir schnell gefunden. Aber dieses andere komische. Ernten wir auch rote Beeren oder Samen. So. Aber wo sind diese komischen... Ah, da unten, glaube ich, müssen wir hin. Nein! Los auf... Nein! Aufpassen. Ich hoffe, nee, wir nehmen mal lieber die Treppe. Wegen Fallschaden und so. Ah, okay, jetzt sehen wir hier die Bruchstücke. Mal sehen, haben wir schon genug? Ja, tatsächlich. Aber wie kann ich das jetzt herstellen? Ah, vielleicht an der Werkbank. Ja, genau. Produktion beginnen. Achso, F drücken, okay. Nochmal F drücken. Cool. Greife einen Paul an, um ihn zu schwächen und wirf dann mit Q eine Paul-Sphäre, um den Paul zu fangen. Gucken wir mal. Da. Das finde ich ganz cool, das lila, ne? Oder lila, pink. Das pinke. Holz nehmen wir noch mit. Mal sehen. Ups. Wir haben ja noch keine Waffen. Müssen bloß gucken. Ah, okay. Hey, nice! Level up. Wo ist er denn? Angsthase Hitzkopf. Du hast einen Paul gefangen. Rufe ein gefangenes Paul mit E. Ah, cool. Jetzt ist er mein Freund hier. Helfende Pfote. Öffne Menü, Paulbox brauchen wir. Hier die Paulbox. Zack. Suche eine Fläche und Stelle und baue die Paulbox. Das umliegende Gebiet wird zu deinem Lager. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Wir kriegen auch langsam Hunger. Wie kann ich denn... Ah, okay.
Wenn ich es ihm gebe? Nee, also es ist nur zum Essen da, nicht zum Regenerieren. Ah, hier drüben wäre noch so ein Tier gewesen. Gut, dann stellen wir sie hier auf. Mal sehen, was brauchen wir. Achso. Ah, okay, mit E. Hier können wir dann die einzelnen Rubriken wählen. Okay. Was brauchen wir? Ach, wieder die Bruchstücke. Dann gehen wir mal wieder runter. War vielleicht doch nicht so gut, dass wir hier oben sind. So, ich gucke mal, ob ich die Werkbank nochmal verschieben kann, weil dort oben ist vielleicht doch nicht so genial. Ja, leider weiß ich jetzt nicht, wie ich Sachen verschieben kann. Also ich habe gesehen, es gibt einen Zerlegungsmodus. Aber keine Ahnung, wie sich der, wie der funktioniert. Da würde ich einfach sagen, wir bauen den irgendwie hier so hin, weil hier sind ein paar Bäume. Ja, bleiben wir erstmal hier, würde ich sagen. Dann stelle ich die Werkbank hier drüben hin. Ah, okay. Der baut für ihn. Sehr schön. Dann die Paul Box. Kann ich gebaut. Ah, okay. Müssen wir mal gucken. Können wir den hier irgendwo hinstellen? Ich glaube, hier sind Bäume halt im Weg. Ich stelle sie mal hier hin. Mal sehen. Greife auf deine Paul-Box zu und rufe einen Paul ins Lager. Also erstmal bauen. So, fertig. Greife auf deine Paul-Box zu und rufe einen Paul ins Lager. Ah, hier Paul ins Lager, oder? Paul ins Lager. Ah, okay, hier unten. Alles klar. Wenn du ein Level aufsteigst, öffne mit Tab dein Inventar und versuche deinen Status zu verbessern. Okay. Tab und Status wahrscheinlich hier. Ah ja, erhöhte Statuswerte. Würde ich sagen, Ausdauer ist erstmal wichtig. Fange 5 Lamball ein und erhalte Erfahrungspunkte als Bonus für dein Paul-Dex. Fange 30 Pauls und erhöhe dein Level. Oha. Baue dein Lager aus und erhöhe die Lagerstufe auf 7. Okay. Setze einen Paul für die Arbeit im Lager. Es gibt noch andere Missionen. Jetzt wird es auch langsam dunkel. Oh je, jetzt wird es auch kalt. Ist die Kacki. Wir gucken mal. Zwecks Feuer. Genau, das brauchen wir erstmal. Oh, 10 Holz. So, ich glaube, das reicht. Wo machen wir das Feuer hin? Am besten hier so. Oh, 10. Eins noch. Okay. So, machen wir es einfach hier hin. Nein. Da helfen wir mit. Dann geht es, glaube ich, schneller. Oh, sehr schön. So, was können wir hier? Hier können wir dann Essen machen. Ah, können wir sogar die roten Beeren verwursteln. Ah, wir können die sogar streicheln. Okay. Ja, sehr cool. Da freut er sich. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal wieder, wenn es dann hell ist. So, es ist wieder ein bisschen heller geworden. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt mal ein Bett. Ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerungen gewöhnen. Man sieht hier auch, wann die Sachen verderben, glaube ich. So, Technologien. Ich habe gesehen, es gibt nämlich ein Bett. Dieses Bett. Und das bauen wir jetzt. Holzfasern und Wolle. Okay, keine Ahnung, wie ich Wolle bekomme. Und dann ist es vielleicht auch ganz wichtig, dass ich Spitzhacke und so freischalt. Ach nee, das ist ja freigeschalten. Dass ich damit besser arbeiten kann. Aber setze einen Paul für die Arbeit im Lager ein. Wie funktioniert denn das? Ach so, ich denke mal, Moment, wir gucken nochmal wegen der Truhe. Holztruhe sollen wir ja bauen.
Und wenn ich die jetzt... Genau, hier ist die Holztruhe, Holz und Stein. Dann ernten wir erstmal Holz. Ist das hier ein Stein? Nee. Dann sammle ich jetzt erstmal die Ressourcen ein. Achso, ja, schreibt gerne in die Kommentare Tipps oder ähnliches. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Weil ich denke mal, ihr seid ein bisschen weiter als ich. So, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Holz. Da drüben sind auf jeden Fall Steine oder ein Stein. Wartet mal, was ist denn das hier überhaupt? Achso, da kriegen wir bloß Erz. Okay. Wie gesagt, Stein wäre erstmal wichtiger. Ach Quatsch, was mache ich denn? Ja, an die Steuerung muss ich mich auch erstmal gewöhnen. Ah, cool, hier ist sogar eine Truhe. Oha. Goldmünzen und Brot. Und hier drüben. Aufheben, du hast Aufzeichnung eines anderen Abenteuers gefunden. Im Optionsmenü kannst du mehr über diesen Reise erfahren. Dessen Reise. So, haben wir jetzt genug für die Truhe? Ja, tatsächlich. Dann bauen wir noch die Truhe. Ich würde die jetzt neben der Werkbank platzieren. Also ich bloß nicht verstehe, setze einen Paul für die Arbeit ein, der noch zum Bauen eingesetzt. Okay, das werde ich dann mal recherchieren und das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ah, okay, jetzt arbeitet da. Der Besucher ist wieder gegangen. Haben wir einen Besucher gehabt. Aber er arbeitet doch. Naja, gut. Das klären wir in der nächsten Folge. Lasst gerne Like und ein Abo da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über Tipps und Tricks würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sehen uns, Leute. Bis dahin und ciao, ciao.